Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Das soll das erste Video sein meiner Quick-Tipp-Reihe. In diesen Videos werde ich dir in einer ganz kurzen Zeit ganz einfach erklären, wie du gewisse Techniken umsetzt. Heute soll es darum gehen, bei deinen Porträts die Augenfarbe zu ändern. Egal welche Farbe du möchtest, du kannst es mit ein paar Klicks ganz einfach ändern und somit dein Bild vielleicht noch ein bisschen interessanter gestalten. Diese ganzen Videos werden nur ein paar Minuten gehen, so dass du es wirklich ganz schnell angucken kannst und sofort nachmachen kannst. Und in ein paar Sekunden hast du schon dein gewünschtes Ergebnis. Wie so oft, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es einfach. Deswegen zeige ich dir jetzt, wie du die Augenfarbe deines Models im Handumdrehen veränderst. Du gehst dafür auf Einstellungsebenen, suchst dir die Ebene Farbtonsättigung aus, markierst hier den Kasten mit Färben, dann verfärbt sich das Bild erstmal. Wenn du eine Farbebene erstellst bzw. irgendeine Einstellungsebene erstellst, dann hast du auch direkt eine Maske erstellt, die ist von vornherein weiß, das heißt, der Effekt wird auf das ganze Bild angewendet, weil alles weiß ist. Das wollen wir jetzt in diesem Fall nicht. Wir wollen tatsächlich jetzt erstmal, dass das nicht angewendet wird. Dafür drücken wir einfach Steuerung I und so drehen wir die Maske um. Jetzt siehst du, es ist schwarz und das Bild ist so, wie es vorher war. Um es leichter zu machen, werden wir ein bisschen ranzoomen. Nehmen uns einmal einen Pinsel. Ich würde hier einfach gucken, welche Größe passt. Härte auf ungefähr 50%, vielleicht sogar weniger. Machen wir einfach so um die 40% und färben dann vorsichtig das Auge ein. Wichtig ist, dass du hier die Vordergrundfarbe weiß hast, denn wir malen auf der schwarzen Ebene, wie du hier siehst, beziehungsweise auf der schwarzen Maske. Und um da die Sachen sichtbar zu machen, müssen wir mit weiß malen. Falls du beim Malen dann unvorsichtig warst und irgendwo drüber gekommen bist, wo es dir nicht gefällt, dann kannst du mit der Taste X hier zwischen schwarz und weiß wechseln. Und wenn du jetzt auf schwarz wechselst, dann kannst du wieder das, was du markiert hast, rückgängig machen. In dem Fall wollen wir das nicht, deswegen nochmal die Taste X und wir malen wieder über das Auge drüber. Das kann man natürlich noch viel detailreicher machen und das würden wir in dem Fall machen. Das ist ja jetzt nur zum Zeigen, deswegen mache ich das jetzt einfach nur so grob. Und das Tolle an dieser Technik ist, du hast jetzt das Auge eingefärbt. Hier hast du einmal die Farbton-Sättigung-Einstellung. Du gehst einmal mit der Sättigung etwas runter, damit es natürlicher aussieht. Und bei Farbton kannst du einfach nach rechts ziehen und du siehst, das Auge wechselt die Farbe. Du suchst dir die Farbe aus, die dir gefällt. Sagen wir einfach, wir wollen jetzt blaue Augen haben. Dann suchst du dir hier so eine natürliche blaue Farbe aus, vielleicht etwas dunkler. Und wir müssen die Sättigung etwas rausnehmen, weil noch ist es viel zu kräftig. Und so würde ich sagen, können wir es lassen. Wenn du hier die Ebene ausblendest, siehst du, wie es vorher war und wie es jetzt ist. Wenn du jetzt unzufrieden bist und willst doch eine andere Farbe, einfach wieder auf Farbton gehen und einfach ein bisschen rumspielen, bis du die gewünschte Farbe gefunden hast. Ich hoffe, du hast bei diesem Video was gelernt. Es war super einfach, wie du siehst, super schnell zum Nachmachen und dann kannst du dich jetzt ein bisschen austoben. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich dich bitten, mir einen Daumen da zu lassen, den Kanal zu abonnieren, sodass du auch kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Quick-Tipp-Video, wo ich dir zeige, wie du etwas gelblichere Zähne ganz einfach strahlend weiß machst. Bis zum nächsten Video. Ciao!